Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria. An ihre geliebte Tochter Lourdes Maria. 21. Dezember 2019. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens. Ich segne euch, das Volk meines Sohnes, jeden einzelnen von euch. Der Wille Gottes erlaubt es euch, aufmerksam auf meine Worte zu hören, deshalb komme ich zu euch. Meine Lieben, zerstreut euch nicht. Seid wachsam, Kinder, seid wachsam. Die Menschheit ist nun in die Phase des größten Leids eingetreten, welches sich über viele Jahre aufgebaut hat und erst endet, wenn die Läuterung vollzogen und der Friede für alle gekommen und in allen ist. Meine Kinder leiden jetzt vermehrt an respiratorischen Krankheiten, deren Auftreten immer häufiger wird und deren Behandlung und Therapie schwierig und langwierig sind. Kinder, habt ihr euch nie gefragt, wieso ihr jetzt viel anfälliger seid für diese respiratorischen Krankheiten? Eure Körper sind viel anfälliger dafür, weil ihr lange Zeit extremen Schwankungen des Klimas ausgesetzt wart, aber auch der Mensch selbst verursacht dies im Geheimen mit, indem er Chemikalien und Viren in der Luft verteilt, um die Menschen krank zu machen. In einigen Fällen führen diese Krankheiten sogar zum Tod. Ihr müsst euch davor schützen, indem ihr es vermeidet, euch unter freiem Himmel aufzuhalten, wenn weiße Streifen, ähnlich wie Kondensstreifen, nur viel langlebiger, die Atmosphäre bedecken. Gleichzeitig könnt ihr Stoffe oder Tücher mit dem Öl des barmherzigen Samariters benetzen, um Nase und Mund vor diesen Giften zu schützen. Die Dämonen, die aus den Flugzeugen Krankheiten über meine Kinder regnen lassen, sind Menschen mit krankem Verstand und sie kommen alle aus mächtigen Nationen. Schließt die Fenster und Türen eurer Häuser, wenn ihr merkwürdige Formen in der Atmosphäre erblickt. Meine geliebten Kinder meines unbefleckten Herzens, aus dem Weltraum nähert sich ein Himmelskörper der Erde und dies wird die Menschheit in Unruhe versetzen. Ihr müsst anfangen, meine Worte ernst zu nehmen und euch bewusst machen, dass der Mond, als auch die Sonne gleichermaßen großen Einfluss auf die Erde und den Menschen haben. Seht die Wissenschaftler, die diese Worte, die Gottes Wille sind, verachten. All das, was mein Sohn euch bereits vorausgesagt hat, konnte die Wissenschaft nicht erahnen, deshalb müsst ihr meine Worte sehr ernst nehmen. Seht, wie sich die Magnetpole der Erde verschieben, dies wird große Komplikationen für die Menschheit und die Wissenschaft mit sich bringen. Es ist unbedingt nötig, dass ihr euch wieder meinem Sohn annähert, auch wenn ihr deswegen dem Hohn und Spott eurer Mitmenschen ausgeliefert seid. Der Weg meiner Kinder ist der Weg der Herrlichkeit, der Treue zur hochheiligen Dreifaltigkeit, der Weg des gegen den Strom Schwimmens und ein Weg, der ein fast, aber noch nicht ganz bedeutet. Bleibt wachsam, denn wegen der konstanten Bewegung der großen Erdplatten, die sich über die ganze Erde ziehen, bilden sich Risse in der Erde und die Vulkanaktivität nimmt zu. Die Platten bekommen eine nach der anderen Risse und das Leid meiner Kinder nimmt damit ebenfalls zu. Ich bitte euch, stets geistig vorbereitet zu sein, denn es ist wichtig, dass ihr als Volk meines Sohnes das Licht in der Welt seid. Nur so könnt ihr den Blick des Vaters auf euch lenken, damit er sieht, dass ihr euch in Anbetung befindet. Liebste Kinder meines unbefleckten Herzens, seid meinem Sohn treu, betet ihn an und versucht ihn in jedem eurer Brüder zu sehen. Als Volk meines Sohnes seid ihr nie allein. Vergesst nicht, dass die Barmherzigkeit meines Sohnes unendlich ist und ihr sein Augenstern seid. VGLDT 32, 10. Betet und liebt meinen Sohn, vergesst nicht, dass ihr sein Volk seid und er euch nie im Stich lassen wird. Betet für euch, für eure Brüder und die ganze Menschheit. Meine mütterliche Liebe kommt euch stets zur Rettung und ich eile euch sofort zur Hilfe, wenn ihr nach mir ruft. Habt keine Angst, ich bin eure Mutter und mein Sohn hat mir einen jeden von euch anvertraut. Ich trage euch in meinem unbefleckten Herzen. Mutter Maria. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria,
voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Kommentar von Lutz de Maria. Brüder und Schwestern, unsere Mutter warnt uns und wir sind Zeugen, dass der Himmel uns schon lange vor dem Eintreffen aller vorausgesagten Ereignisse warnt, damit wir geistig darauf vorbereitet sind. Wir sollen vertrauensvoll warten, denn das Leben hält nicht eine Sekunde lang an, alles geht seinen Lauf. Aber wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, Lk 12,48, und wir sind gewarnt, damit wir vor allem geistig wachsam sind. Unsere Mutter hat uns schon lange gewarnt und gebeten, Nahrungsmittel sicher zu lagern, um vorbereitet zu sein, wenn die Kräfte der Erde den Menschen heftig treffen. Brüder und Schwestern, lasst uns Gott von Herzen danken, dass er uns unsere Mutter geschickt hat, damit sie uns nicht nur warnen, sondern auch ermutigen kann und wir in ihrem unbefleckten Herzen Schutz suchen können. Denn dort kann uns der Feind der Seele nichts anhaben. Amen.